Hi, hier ist Alex. Und der Stefan. Vom Monatsmob. Wir lassen den Hund aus dem Sack. Und führen das Trimester ein. Yeah. Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Alex, was ist das Monatsmob-Trimester? Das Trimester, da geht es jetzt einfach darum, dass wir nicht mehr die Monatsmob-Themen wild durcheinander würfeln und jeden Monat was komplett anderes machen, sondern dass wir uns jetzt ein Themengebiet rauspicken und innerhalb dieses Themengebiets 3 Monate lang so das gleiche Überthema bearbeiten. Wir fangen dann im ersten Monat ganz einfach an, im zweiten wird es ein bisschen schwieriger und im dritten noch ein bisschen schwieriger, so bleiben wir einfach im Thema. Und das Ganze führt zu einer nachhaltigen Veränderung. Die genau. Wir nicht unbedingt hätten, wenn wir so zwischen den Themen springen, was ja auch unsere Erfahrung ist. Deswegen haben wir gesagt, genau. Wir machen jetzt was Zusammenhängendes über 3 Themen, Trimester. Ja. Und es gibt ja auch noch diese bekannte Studie, von der ihr vielleicht schon gehört habt, die besagt, dass es durchschnittlich 66 Tage benötigt, um eine Gewohnheit wirklich zu festigen. Und das schaffen wir halt mit einem Monat logischerweise nicht. Deswegen. Genau, und die ersten 30 Tage sind zwar die wichtigsten in dem ganzen Prozess, richtig. Aber um das noch sicherer zu gehen, die Sache zu festigen, sind halt 66 Tage richtig gut. Ja. Aber wir haben uns noch mehr überlegt. Es gibt noch eine Neuerung. Und zwar Stefan, werden wir zwischen den Themen jeweils 14 Tage Pause machen, um einerseits eine Woche zu haben zum Reflektieren, wie das Thema denn gelaufen ist. Und einerseits eine Woche zu haben, um uns aufs neue Thema vorbereiten zu können. Weil bis jetzt war es immer so, ist unsere Erfahrung von uns selbst und auch von euch, dass wir am Ende des Monats schon irgendwie den neuen vorbereiten, obwohl wir eigentlich noch den aktuellen machen. Und im Kopf schon im nächsten Thema sind irgendwie. Genau, und dann dadurch, wenn das neue Thema anfängt, halt überhaupt keine Zeit haben, über das Vergangene nachzudenken. Deswegen gibt es ab sofort immer 2 Wochen Pause, in der man sich nachbereitet und vorbereitet aufs neue Thema. Und jetzt beim Trimester sind wir im gleichen Themenblock, von daher müssen wir ja nicht komplett neu vorbereiten, aber trotzdem ist es eine neue Aufgabe dann für den nächsten Monat. Genau. Ja, es nimmt ein bisschen den Stress raus. Den Fall. Und das können wir, glaube ich, alle gebrauchen, weniger Stress in dieser stressigen Umgebung. Ja, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, mit welchem Themenblock fangen wir denn an? Genau, was ist das, Alex? Das erste Monatsmap-Trimester, wir eröffnen es hiermit. Es ist die praktische Sozialkunde. Jawohl. Was heißt praktische Sozialkunde? Dass wir einfach sozialer, gesprächiger, umgänglicher werden wollen. Und auch sicherer in der Kommunikation, zumindest ein Antrieb noch von mir. Mhm, genau. Also mehr auf Leute zugehen, keine Hemmungen haben, die anzusprechen. Einfach outgoing, sagt man wahrscheinlich auf Neudeutsch. Sagt man das? Kann sein. Genau, also vielleicht habe ich sonst mit Kommunikation auch nicht so viele Probleme, aber Leute anzusprechen, da habe ich auch noch Hemmung. Deswegen ist das für mich auch ein sehr schönes Thema. Genau. Und wir haben 3 Themen natürlich, weil es ein Trimester ist. Das erste Thema ist Anlächeln, was wir schon mal hatten. Aber wir haben es, nicht jeder hat es vielleicht so integriert, wie er es integrieren wollte. Das heißt, wir machen es einfach nochmal, weil es die Basis ist für eine Kommunikation in unseren Augen. Die Basis absolut. Also ja, ich habe es einfach zu großen Teilen auch verlernt. Ja. Genau. Warum es gut ist, da kommen wir gleich noch dazu. Genau. Zweites Thema ist? Das zweite Thema wird dann sowas sein wie Leute ansprechen, aber mit was ganz Einfachem, einfach nach der Uhrzeit fragen, vielleicht ein Foto von sich machen lassen oder nach dem Weg fragen, ja. Was relativ einfach ist. Und im dritten Monat werden wir dann schon ein kleines Gespräch aufbauen. Wie wir das dann genau machen werden, das werden wir noch definieren. Das müssen wir jetzt auch noch nicht wissen. Oder wenn du hier mitmachst bei der Aktion, was wir hoffen, dann kannst du uns auch gerne einen Vorschlag innerhalb der ersten 2 Monate einschicken. Ja, auf jeden Fall. Gerne. Und dann können wir das machen im dritten Monat. Mhm. Also wir haben gerade schon gesagt, Anlächeln ist der Einstieg, um sozialer zu werden oder die Grundlage für jede Kommunikation. Was gibt es noch für Gründe, Alex? Ja, es fühlt sich einfach gut an, wir haben uns ja so gut gefühlt während dem Monat und ist ja nicht nur so, dass man sich selber was Gutes tut, sondern viele lächeln ja auch zurück. Das heißt, man tut auch vielen anderen was Gutes. Mhm. Und? Und es gibt noch einen Grund, und zwar, dass man mehr rausgeht, zumindest für die Stubenhocker unter uns, der ich auch mal war. Ich sag war. Also, weil anlächeln tut man ja außen, wir sagen ja fremde Menschen anlächeln, deswegen, das macht man nicht in der eigenen Wohnung. Wir haben ja schon einen ganzen Lächelmonat gemacht und dementsprechend auch eine sehr gute Startschussfolge, die ihr am besten hier mal anklickt.
nachdem das Video hier vorbei ist. Wir geben euch trotzdem nochmal komprimiert die besten Tipps. Der Kollege fängt an. Also, was richtig gut funktioniert, ist, wenn man sich langsam steigert, dass man nicht gleich sofort die Leute anlächelt, sondern wenn man da noch ein bisschen Probleme hat, dass man die Leute erstmal einfach in die Augen nur schaut, kurz. Wenn das kein Problem ist, dann etwas längeren Blickkontakt halten. Und wenn das kein Problem mehr ist, dann kann man auch ganz einfach mit dem Anlächeln dann anfangen. Ja. Grundsätzlich, wie bringt man sich in so eine Stimmung, indem man an was denkt, was lustig ist, und da ist es sehr hilfreich, wenn du einfach die lustigsten Dinge in deinem Leben mal aufschreibst, die es schon gab, weil die sind tief verankert und da muss man einfach dann lachen, wenn man sich das dann wieder vorholt, gedanklich. Also erst aufschreiben und dann rausholen, wenn man draußen ist, gedanklich. Genau, und ganz wichtig auch, das haben wir damals festgestellt während dem Monat, aber auch ganz viele andere in der Gruppe, es ist gar nicht so einfach, andere Leute zum Lachen zu bringen, das heißt, nicht unbedingt mit dem Ziel rausgehen, man muss jetzt jeden zum Lachen bringen, sondern einfach zufrieden sein damit, dass man selber schafft, Leute anzulächeln, und das Feedback wird nicht immer ein Lächler zurück sein. Ja. Ganz gut ist es, wenn man in Naturnähe ist, weil da sind die Leute entspannter, und wenn das Wetter gut ist. Das ist eine Erfahrung von uns beiden gewesen. Also eignet sich jetzt ideal gerade eben. Wir haben gerade Sommer Es ist richtig heiß. Zumindest hier in Nürnberg. Ja. Und dann kann man natürlich auch, je nachdem, wen man anlächelt, kann man das ein bisschen beeinflussen. Man kann zum Beispiel mit Kindern anfangen, weil Kinder lachen in der Regel meistens. Das funktioniert sehr gut. Und für die Fortgeschrittenen unter uns, die sagen, wir haben es ja schon gemacht, probiert es in Wartezimmern, das ist richtig schwierig. In Warteschlangen ist auch nicht Schlange, so einfach. Ja. Und was gibt's noch? Und man kann natürlich auch schon mit dem Ansprechen anfangen. Wir haben jetzt ein Trimester, wir steigern uns in die Richtung. Und wenn ihr wollt, sagt Hallo zu dem Menschen, nickt ihm zu, ist auch eine Steigerung schon. Oder sprecht ihn direkt an. Coole Jacke, cooles Shirt, coole Brille. Also macht mit, die Zeit war noch nie so gut wie jetzt. Es ist schönes Wetter, Sommer, Urlaubszeit. Und je mehr Leute lachen, desto schöner ist die Welt, genau. Würde ich mal sagen. So ist es. Deswegen, wir lächeln. Du lächelst hoffentlich mit. Und falls du Fragen hast, wir machen einen Zwischenstopp in 2 Wochen. Schreib uns die Fragen, wir sammeln die und beantworten die dann im Zwischenstopp. Bis dahin, keep on smiling. Wir freuen uns auf das erste Trimester praktische Sozialkunde. Mit dir. Jo. Ciao. Monatsmob.